Hallo, ich heiße Minor Elvira aus Wiedergeburt in Nur-Sultan und wir sind weiter auf der Suche nach Traditionen der ethnischen Deutschen. Es ist Herbst und es ist Zeit zum Feiern von Erntedankfest. Und es gibt eine Menge von Traditionen, wie die ersten Deutschen, die im 18. Jahrhundert nach Russland und dann weiter nach Kasachstan gekommen sind, Erntedankfest gefeiert haben. Spielen wir ein Quiz, ob das stimmt oder nicht. Stimmt es, das Feiern des Erntedankfestes auf einen Montag fällt? Nein, das stimmt nicht. Erntedankfest wird immer am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Stimmt es, dass zum Feierzeremonie ein Erntefeuer gehört? Nein, das stimmt nicht. Zum Erntedankfeier gehört ein Ernteumzug. Früher war es mit dem Pferde und Kutsche und jetzt in Deutschland in manchen Dörfern kommt ein Ernteumzug mit einem schönen Traktor. Stimmt es, dass das wichtigste Symbol des Erntedankfestes Erntekrone oder auch Erntekranz genannt ist? Ja, das stimmt. Erntekrone ist das wichtigste Symbol des Erntedankfestes. Die wird bei der Ende der Feldarbeiten geflochten und in die Stadt, ins Dorf mitgebracht und dann weiter in die Kirche zum Altar. Stimmt es, dass die ganze Ernte in die Kirche gebracht wird zum Altar, um dem Gott Danke zu sagen und dann die Ernte wird an die bedürftigen Menschen weitergegeben? Ja. Das stimmt, denn die ganze Ernte wird zum Altar gebracht. Stimmt es, dass bei der ethnischen Deutschen ein spezielles Wettersegen gab? Ja, das stimmt. Die ersten Deutschen gingen zum Friedhof auf den Grab von den Verwandten mit dem Kuchen, Eiern und Wein und haben um das gute Wetter gebeten. So, meine Lieben, das waren die wichtigsten Faktoren über den Erntedankfest. Bleiben Sie mit uns weiter. Tschüss.